Willkommen zurück bei King's Quest. Wir sind also auf der Suche nach dem Auge eines Monsters. Und ja, schauen wir mal, Kein Zutritt, Baustelle. ob wir da nicht irgendwas finden werden. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Achtung, Bienen und Alarm. Ja, gehen wir doch trotzdem mal hin. Ah, können wir gar nicht. Schade. Wir halten uns an die Verbotsschilder natürlich. Also, wie hast du ein Auge gefunden? Ja, gute Frage. War ein scheußliches Untier darin? Autsch! Hey! Ah, ich habe nichts, womit ich es anlocken kann. Schade. Dann schauen wir mal weiter. Schade, sie hätten wunderbare Kürbislaternen abgegeben. Das stimmt wohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde In dem attackiert. Kürbis waren entschieden zu viele Eichhörnchen. Eichhörnchen-Attacke. So. Merkwürdig. Wir hören hier jemanden, der pflück, pflück, pflücke die Pflück sagt. Okay. Hier ist ein Wegweiser. Westen, Turnierplatz. Norden, Marktplatz. Süden, in der Entwicklung. Erscheint im nächsten Frühjahr. Erscheint im nächsten Frühjahr. Schauen wir doch mal, ob das der Hinweis auf den DLC ist. Ein neuer Horrortyp. Das gleiche Ergebnis. Ja, wieder mal haben wir das Problem, dass wir kein Mundstück haben. Lauter Frösche. Hallo. Der war aber schnell. Ha. Ich war zu langsam für diese Frösche. Tolle Idee. Einfach mal in den Matsch. So. Okay. Das heißt, hier rennt die ganze Zeit der Whisper rum. Ha. Dann gehen wir doch mal auf den Marktplatz, würde ich sagen. Wie süß. Der Dachs wollte sich mit den Eichhörnchen anfreunden. Vor allem anfreunden, ja. So, was haben wir denn hier oben? Was liegt denn hier? Eine fehlende Glocke fällt sicher nicht auf. Glocke ist schon mal nicht schlecht. Und hier? Wir verdanken König Edward viel. Sein Vermächtnis litt in seinen späten Jahren. Doch er war ein großer Mann. Und er hinterließ mir ein Daventry, das zu dem Königreich wurde, das wir heute kennen. Jawohl, der gute König Edward. Die Ankündigungstafel war bis zur zweiten Turnierrunde verdeckt. Schade. Also ihr seht, das Spiel hat sich jetzt so ein bisschen geöffnet für uns. Das finde ich eigentlich ganz schön. Wir können jetzt ein bisschen mehr erforschen hier. Da geht's zum Schloss. Oh.
Ja, das sieht nicht so gut aus für uns. Hallo. Weißt du nicht, dass es unhöflich ist, auf anderer Leute Rücken rumzutrampeln? Nee. Nenn Wolfi einen Grund, warum er dich nicht fressen sollte. Weil wir dir was Leckeres bringen. Ich kann dir haufenweise königliches Essen bringen. Ich mache nämlich eine Ritterausbildung. Und wenn du mich gehen lässt, sorge ich dafür, dass der König dich belohnt. Du bist ganz schön dürr für einen Ritter. Ein langer Hals und eine alberne Feder. Bist du ganz sicher keine Gans? Ja, ich bin ganz sicher keine Gans. Genau das würde eine Gans auch sagen. Du hast Glück, dass Olfi Gänse nicht mag. Die Federn kitzeln so im Hals. Nun, was willst du von Olfi Gänselein? Ja. Dürfte ich fragen, warum anscheinend überall in Daventry die Brücken fehlen? Nun, Gänselein, die Brückentrollgilde streikt bis auf Weiteres. Viel zu lange haben wir, die Brücken, den mickrigen Gardisten erlaubt, mit ihren spitzen Schuhen auf uns rumzutrampeln. Und scheren sie sich vielleicht darum, dass Olfi von dem vielen Marschieren der Rücken juckt? Natürlich nicht. Wie Pilar immer sagt, schäm dich, Daventry. Wir gehen erst wieder an die Arbeit, wenn wir besser behandelt werden. Olfi sollte jetzt bei der Sitzung sein, aber er kommt immer etwas später. Wenn die Croissants serviert werden. Okay, ja. Der gute Olfi ist also ein Brückendroll, das heißt, er hat eine Brücke auf dem Rücken. Auch nicht schlecht. Du weißt nicht zufällig, wo ich das Auge eines scheußlichen Untiers finde. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Frage ist. Heute etwa schon das Turnier statt. Olfi dachte, es wäre am Dienstag. Oje, Olfis Kopf ist wie ein Sieb. Er leidet unter Schlafentzug. Ein sehr unhöfliches Monster schnauft ständig in den Büschen hinter seinem Rücken. Ist dieses Monster zufällig scheußlich? Der schnaufende Snarlax ist legendär scheußlich. Sein Auge würde die mickrigen Gardisten von Daventry sicher beeindrucken. Das Untier soll zwei purpurne Augen mit leuchtend blauen Pupillen, sechs Beine, drei Klauen und einen Zahn besitzen. Olfi könnte dich rüberlassen und dir vielleicht helfen, aber da Olfi dich nicht gefressen hat, braucht Olfi eine Stärkung. Bring Olfi was Süßes und er denkt darüber nach, dir zu helfen. So, also Snarlax ist da drüben. Was sollen die merkwürdigen Instrumente an den Brücken? Normalerweise dienen die Hörner dazu, einen Brückentroll zu rufen, um die Kluft zu überbrücken. Aber wir haben alle Mundstücke entfernt, bis wir vom Gildenführer hören. Olfi hat Befehl, seine Hörner vor den Menschen zu verstecken. Olfi hat sich draufgesetzt. Ganz toll. Die schmecken dann bestimmt super nach Brückendroll. Ja, ihr seht's, wir müssen irgendwie zu diesem Snarlax kommen. Und der Brückendroll, ja, die streiken. Immer diese Gewerkschaften, immer zum Streik ausrufen. Unmöglich. Später. Batschel schnell zurück, Gänselein. Olfi verhungern. Ja, wir haben den Brückentroll hier gefunden, der uns auch genau beobachtet. Ihr habt gesehen, wir wissen zumindest jetzt, dass wir den Snarlax wohl fangen müssen. Und da würde ich sagen, diese Folge endet hier mit dem Brückentroll, mit der schönen Brücke auf dem Rücken. Und wir werden versuchen, die Gewerkschaft der Brückentrolle zu bekämpfen in der nächsten Folge und den Streik zu brechen. Dann bis zum nächsten Mal.